Viele von euch kennen ja bestimmt schon die Voice-over-IP-Funktion von Premiumize. Die hat ein besonderes Feature, das nennt sich Local Access Number. Um das zu erklären, müssen wir uns erstmal anschauen, wie der normale Weg über diese Voice-over-IP-Funktion funktioniert. Ich brauche also ein Gerät, das SIP-fähig ist, also zum Beispiel einen Router, in den ich einfach die SIP-Daten eingeben kann und alle angeschlossenen Telefone telefonieren dann über den SIP-Gateway zu den günstigen Premiumize-Tarifen. Natürlich kann ich auch mein Android-Telefon, das in der Internetverbindung hat, daran anschließen. Da gibt es extra Apps für oder es ist halt im Telefon bereits integriert. Also ich habe zwei Voraussetzungen. Ich brauche irgendein Gerät, das versteht, was ein SIP-Server ist und ich brauche Internet. Habe ich jetzt keinen Zugriff auf eins von beiden und habe zum Beispiel Zugriff auf ein Festnetztelefon, kann ich mit dieser Local Access Number trotzdem die günstigen Tarife von Premiumize genießen. Und das funktioniert folgendermaßen. Ich rufe eine Festnetznummer an, die hier eingeblendet ist. Das ist auch tatsächlich die von Premiumize für Deutschland. Es gibt mehrere Local Access Nummern für jedes Land, halt natürlich eine andere. Und ich zahle dann erstmal nur das, wie wenn ich einen ganz normalen Festnetzanschluss anrufe. Wenn ich eine Festnetz-Flat habe, dann kostet mich das gar nichts. Ich rufe dann also an, authentifiziere mich über einen Code, den ich habe oder über die Absendernummer, kann mich das System auch schon automatisch erkennen und ab dann kann ich auch wieder zu diesen günstigen Konditionen telefonieren. Es kann natürlich sein, dass jetzt das Anrufen auf eine Festnetznummer Geld kostet, zum Beispiel 4 Cent pro Minute und bei Premiumize kostet es dann nochmal 2 Cent pro Minute, wenn ich zum Beispiel aufs deutsche Mobilfunknetz anrufe. Ich zahle dann also beide Preise, das wären dann 4 plus 2, also 6 Cent pro Minute. Wo kann ich sowas wirklich einsetzen? Naja, das kann ich da tun, wo ich irgendwie keinen Zugriff auf weitere Geräte habe oder keinen richtigen Zugriff aufs Internet. Das kann zum Beispiel sein, wenn man im Krankenhaus liegt. Ich habe mir jetzt hier mal die Webseite der Berliner Hedwig Kliniken aufgemacht. Die bieten zum Beispiel Telefonate ins deutsche Festnetz umsonst an. Da würde sich also sowas richtig lohnen, denn da würde ich gar nichts extra zahlen. Hier steht aber auch, für Gespräche ins Ausland oder Handynetze können Sie Telefonkarten erwerben. Leider habe ich jetzt keine Information gefunden, was da die Minute ins Handynetz kostet, aber ich gehe mal davon aus, dass die nicht 2 Cent pro Minute kostet. Wenn ich mir also dieses Feature konfiguriere, dann kann ich einfach diese Nummer anrufen und kann dann aus der Berliner Hedwig Klinik für 2 Cent pro Minute ins deutsche Handynetz telefonieren. Genauso natürlich kann ich da auch günstig ins Ausland telefonieren zu diesen Premiumize-Konditionen eben. Das war jetzt der theoretische Teil, kommen wir jetzt mal zum praktischen Teil. Um den ganzen Spaß jetzt einzurichten, brauche ich zwei Webseiten. Die eine ist premiumize.me/VoIP und die andere ist voipinfocenter.com. Ich gehe zurück auf meine Premiumize VoIP-Seite und kopiere mir mal Benutzernamen und Passwort in die Login-Maske von VoIP Infocenter und klicke dann hier auf Login. Links im Menü sehe ich schon Local Access Number. Da klicke ich jetzt auch mal drauf. Bei What is it wird euch im Grunde das beschrieben, was ich euch jetzt schon im Theorieteil beschrieben habe. Und hier kann ich jetzt auf Configure gehen. Hier habe ich jetzt schon so einen Code generiert. Den kann ich aber auch nochmal löschen, dass ich das hier nochmal zeige. So wird es bei euch wahrscheinlich aussehen. Und ich könnte jetzt hier eine Nummer von meinem Handy oder sowas oder von was ich halt anrufe, hier konfigurieren. Dann würde er einen Anruf von der Nummer erkennen und direkt schon meinem Konto hier zuordnen. Ich würde jetzt aber mal hier die Methode mit dem Create Code auswählen. Hier wird dann jedes Mal ein individueller Code generiert und wenn ich dann anrufe, muss ich den eingeben, damit ich mich quasi authentifiziere. Hier unten muss ich mein Land auswählen. Das ist Germany und hier bekomme ich jetzt diese Local Access Nummer angezeigt. Wenn ihr jetzt aus einem anderen Land da schaut, zum Beispiel aus Österreich, dann gehen wir nicht Australia, sondern Austria ein und dann hätte ich hier halt entsprechend die Nummer für Austria. Also immer von dem Land, wo man anruft, weil man hier halt zu den Festnetzkonditionen anrufen kann. Im Grunde ist jetzt schon alles konfiguriert. Ich habe jetzt auch schon mal mein Impressum hier vorbereitet, denn dort habe ich auch eine Telefonnummer und die probieren wir jetzt mal anzurufen mit der Funktion. Ich habe jetzt hier mein Handy, ich werde das dann mal ans Mikrofon halten und hoffe, dass man das dann hören kann. Ihr könnt ja nicht sehen, was ich jetzt auf dem Handy mache, deshalb beschreibe ich euch das einfach mal. Ich gebe jetzt hier 0049 an und dann geht es hier unten weiter mit 303-119-1095. Ich stelle das Telefon mal auf laut. Welcome. Enter the PIN code after the beep. So, jetzt gebe ich diese 2652634 8
17 ein. Please enter the number you would like to call and finish by pressing the hash button. For your account balance, please press star. Oh Gott, jetzt pieps. Jetzt versuche ich mal meine Nummer einzugeben. One moment, please. Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit leider nicht erreichbar. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton. Also, hat geklappt. Wie ihr gehört habt, konnte ich mich mit dem Code authentifizieren und danach ist einfach mein Anrufbeantworter von meiner Impressumsnummer losgegangen. Das ist natürlich jetzt recht umständlich, so wie ich das gezeigt habe, müsste man sich jedes Mal authentifizieren. Deshalb bietet es sich da an, einfach eine Nummer zu konfigurieren und wenn diese Nummer dann anruft, erkennt das System die automatisch und man muss nur noch die Nummer eingeben, die man anrufen will.